Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid wieder eure Josie mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn und wieder eine Folge, die uns vom Schildi vorgeschlagen worden ist. Vom Schildi 1, um genau zu sein. Und zwar geht es heute um eine Buckelpiste auf Husum. Ja, genau. Und was es damit auf sich hat, werden wir uns gleich angucken. Als kleiner Voraus, weil es eine Beschwerde gab in den Kommentaren und ich ja auf Beschwerden auch reagiere, das Dauerwerbesendung da oben ist eingeblendet, weil es immer wieder mal zu Werbeaussagen kommen könnte. Und auch wenn ich dafür kein Geld kriege, muss ich das natürlich trotzdem kennzeichnen. Auch um den Kollegen von Extra 3 nicht ans Bein zu treten. Und ja. So kommt das zustande, damit ihr da Bescheid wisst. Rechtslage könnt ihr gerne mal selbst ergoogeln, damit ihr Bescheid wisst. Und wir gehen jetzt rein in das Video, starten in die Live-Szene. Und da haben wir es schon. Hey, wisst ihr was? Das da hinten, das da, das sieht aus wie die Pyramide. Seit wann gibt es in Husum Pyramiden? Waren da auch die Ägypter? Oder die Außerirdischen? Man weiß es nicht mehr munkelt nur. Okay, fangen wir an. Nordfriesland. Hier in Husum nichts als Ruhe und Gelassenheit. Was sagt mir, dass das gleich mit der Ruhe und dem Frieden vorbei ist? Solange man nicht im Süden der Stadt wohnt. Hab ich es nicht gesagt? Ich wusste es wieder. Wenn solche Aussagen kommen und das beim realen Irrsinn, dann hat das was zu bedeuten. Es stinkt, es ist laut, es ist Beeinträchtigung hier und wir reden auch über Feinstaub. Schlimm, Katastrophe. Ja, das glaube ich auch. Also ich denke mal, die haben den falschen Asphalt benutzt, weil normalerweise gibt es ja diesen schallabsorbierenden Asphalt. Und da rasen so viele Autos lang und alleine das, was man jetzt schon gehört hat, das ist auch laut, wenn man es nur im Nachbearbeiten hört. Also es ist wirklich schlimm und ich kann mir die Feinstaub-Emission, die da passiert, durchaus vorstellen. Ja, genau. Das ist ja nicht so schön, glaube ich. Das ist eine Katastrophe hier. Mist! Auf Deutsch gesagt. Ja, Moment. Ja, mit dem Mist dürften Sie sich ja auskennen, weil Husum und Nordfriesland ist ja sehr, sehr viel Landwirtschaft auch und da riecht es doch sowieso. Ich meine nur so, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber ja, okay, weiter geht's. Ah, jetzt weiß Mal, ich, was falsch war. Wer wird sich denn gleich so aufregen? Damit die lauten und stinkenden Laster nicht mehr durch den Stadtteil donnern, hat die Kreisverwaltung extra eine Umgehungsstraße bauen lassen. Für sage und schreibe 4,2 Millionen Euro. Wow, also 4,2 Millionen, das ist ja schon fast ein Schnäppchen. So, jetzt, weil ich das jetzt gerade so sehe, ich garantiere, die Leute fahren weiterhin durch die Stadt aus einem einfachen Grund, weil die Umgehungsstraße so beknackt gebaut ist, dass sie viel mehr Zeit brauchen würde, bis sie dann dasselbe Ziel erreichen. Ja, genau. Das ist natürlich dann nicht sinnvoll. Also 4,2 Millionen in den Sand gesetzt. Und jetzt ist die Buckelpiste. Die Straße ist nicht befahrbar im Moment, wegen der Buckel, die da sind. Deswegen ist sie gesperrt. Ah, okay. Moment, ist das nicht in Deutschland normal, dass jede Straße Buckel hat? Ich meine, also ich bringe das immer mit, wenn ich mit dem Bus fahre zum Beispiel. Da macht es auch immer... Das ist doch normal, oder? Glatte Straßen gibt es in Deutschland nicht. Das ist, wäre ja zu modern. Das wäre ja auch richtig. Aber ja. Was? Was denn für Buckel? Ah. Da kann man wirklich... Okay, das ist dann doch schon eher wirklich eine Buckelpiste. Okay, da haben sie recht. Nicht so gut drüber fahren. Aber für diese Buckelpiste hat die Kreisverwaltung eine gute Erklärung. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Mit Sicherheit haben sie da drunter Hamsterlöcher zugemacht und die Hamster wollten wieder raus. Der bis in 4 Meter Tiefe moorig-torfige Untergrund stellte die vom Kreis beauftragten Tiefbauunternehmen vor besondere Herausforderungen. Und die besonderen Herausforderungen waren so besonders, dass das Tiefbauunternehmen nicht damit umzugehen wusste, weil sie wahrscheinlich noch nie in Husum eine Straße gebaut haben. Ach so, der Boden hier ist also schuld. Zu weich.
Und ist das eine Seltenheit in Norddeutschland? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, und deswegen sollte das das Bauunternehmen auch wissen und wissen, wie es damit umzugehen hat. Aber ich sag ja immer, wer ein Schelm, wer Böses denkt. Wir haben gewusst, dass Marschboden, ich bin nur wirklich kein Techniker, aber das müsste man doch heute wissen, dass es da... Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine schöne Scheiße da. Ja, das stimmt, das ist eine schöne Scheiße und wieder mal 4,2 Millionen in den Sand gesetzt. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Und ich würde das Tiefbauunternehmen verklagen auf diese 4,2 Millionen. Ja, komm, so schlimm ist das ja nun auch nicht mit den LKW. Die Sperrung der Umgehungsstraße ist doch nur vorübergehend. Was heißt vorübergehend? Wie lange ist die Straße schon gesperrt? Ich sage 2 Jahre Minimum. Das ist schon, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre jetzt gesperrt und nichts. Hey, ich bin gut. Und ich habe die Folge vorher nicht gesehen, bevor da jemand auf die Gedanken kommt. Passiert da? Circa 3 Jahre. 3 Jahre? Sehen Sie mal, ich merke gar nicht, wie alt ich werde, so schnell geht das. Ja, das, so schnell kann die Zeit vergehen, aber wie gesagt, in 3 Jahren haben die es nicht geschafft, diese Straße abzuziehen oder ebnen und dann neu zu planieren. Nee, das muss man jetzt wirklich nicht verstehen, oder? Alt wird man schnell in Husum, bucklig auch. Viel langsamer klären Baufirmen und Kreis, wer die Reparatur der Buckelpiste bezahlt. Und so lange bleibt das hier die teuerste Spielzeugfahrbahn Deutschlands. Also, das ist auch wieder eine schöne Folge gewesen. Und hey, immerhin ist es eine Spielstraße. Naja, man kann sie also doch nutzen. Allerdings sicher, Radfahrer bzw. Mountainbiker freuen sich bestimmt über die Straße auch, wenn sie sie benutzen würden, dürften, könnten, wie auch immer. Also können sie schon natürlich, weil diese Sperrung ist natürlich für den Radfahrer ein Witz. Das ferngestellte Auto dürfte ja auch fahren. Aber wie gesagt, 4,2 Millionen, das ist wieder mal wunderbar Geld in den Sand gesetzt. Und wie gesagt, ich wüsste definitiv ganz genau, wer das bezahlt, nämlich das Tiefbauunternehmen, denn die haben den Mist gebaut und die müssen dafür aufkommen, das wieder in Ordnung zu bringen, weil wie gesagt, in Husum, beziehungsweise in Norddeutschland ist das bekannt, mit dass so, der Boden so Besonderheiten hat und wer das als Tiefbauunternehmen nicht weiß, also der Ingenieur sollte vielleicht seine Sache nehmen und sich einen anderen Beruf suchen. Wäre vielleicht meine Idee. Allerdings sollte er vielleicht auch nicht als Ingenieur in die Wüste gehen, weil da gibt es ja Wanderdünen. Da wandern die Buckel dann. Okay, aber ich fand es wieder eine tolle Folge und ich muss sagen, Dankeschön, Schildi, fürs Vorschlagen. Es war toll. Ich habe mich gefreut, mich darüber aufregen zu dürfen und diesen Irrsinn mitmachen zu dürfen. Das ist echt genial, was da so manchmal in unserem schönen Land so passiert. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir das auf irgendeine Art und Weise zeigt. Ihr habt 3 Möglichkeiten, die ihr da unten in der Leiste findet. Ein Stückchen tiefer ist die Videobeschreibung. Da findet ihr den Originallink zu diesem Video. Da könnt ihr dann auch den Kollegen von Extra 3 euren Dank für diese Folge ausdrücken. Wenn ihr ein Stückchen weiter runter geht, dann ist da die die Kommentarfunktion. Und da könnt ihr Anregungen, Kritik, Lob natürlich auch, Ideen, wenn ihr was habt, was man reacten könnte, oder auch sonst was zum Kanal passt, hinterlassen. Ihr bekommt auf jeden Fall immer eine Reaktion meinerseits. Mir bleibt für heute, nein, noch nicht, natürlich, ich habe nämlich was vergessen. Ha, ich muss nämlich natürlich auch noch liken. Gerade eben sage ich noch liken und ich vergesse es, gell. So, jetzt habt ihr es gesehen, ich habe geliked. Hier, abonniert ist es ja schon. So, also jetzt bleibt mir zu sagen, für heute und für diese Folge sage ich euch danke. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Tschüss, eure Josie.